Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Schützen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zu einer neuen Wochenorakel-Liebesorakel-Horoskoplegung für euch. Ja. Wir haben die Woche von 5. bis 11. Juli. Wir haben am Montag Portaltag. Heißt, wir sind empfänglicher für die Dinge, die uns die geistige Welt mitteilen möchte, ja. Und am Samstag haben wir Neumond und auch das hinterlässt natürlich Spuren, ja. Und wir gucken jetzt einfach mal, liebe Schützen, was hier für euch in der kommenden Woche das Thema sein wird in Bezug auf die Liebe und die Partnerschaft. Für die lieben Schützen. Was ist hier das Thema in Bezug auf die Liebe und die Partnerschaft in der kommenden Woche? Für die lieben Schützen. Für die lieben Schützen. Was ist hier das Thema? Oha. Oha. Ja, die Schattenwelt. Hatte ich jetzt schon das ein oder andere Mal. Seid also nicht die Einzigen, die sich nochmal ihren Schatten stellen dürfen. Ja. Und zwar ganz sanft. Ja. Also seid hier ganz sanft mit euch, mit den Themen, die heute oder die diese Woche nochmal hochkommen. Ja. Nimmt sie mit Liebe an. Ja. Sie werden euch nicht mehr so verletzen wie früher, aber sie werden euch nochmal gezeigt, weil ihr irgendwas noch lernen dürft. Ja. Das ist hier für die lieben Schützen. Ich wünsche noch dreimal. Ja. Ja, ach okay. Also es geht darum, dass ihr euch der Welt stellt. Ja, dass ihr euch anguckt, wo ihr noch Angst habt vor der Welt, vor der Weite der Welt, ja? Vor den Dingen, die euch dort begegnen könnten, eventuell. Und dass du dir das aber, ich sag mal, auf ganz sanfte Art und Weise anschaust, warum du denn da noch einfach Angst hast. Ja, das ist gar nicht schlimm. Es geht da einfach nochmal darum, reinzufühlen. Warum hast du Angst? Warum traust du dich nicht? Ja, die Welt einfach anzunehmen, ja. Vielleicht auch neue Situationen anzunehmen. Ja, neue Herausforderungen anzunehmen. Ja. Hier einfach, ich sag mal, mit Stock und Stab voranzuschreiten, ja. Das darfst du dir nochmal anschauen, so mit, aus dem Gefühl einfach heraus zu agieren. Okay, was ist hier beim Schützen nächste Woche das Thema? Ja, die Wunscherfüllung. Warum du hier haderst, der Wunscherfüllung entgegenzureiten. Ja, genau. Ja, fünf der Schwerter. Warum du hier gegen dich selbst ankämpfst, obwohl du fühlst, dass es das Richtige ist. Zweimal. Einmal aus dem Gefühl und aus dem Verstand heraus. Ja. Also, wo du dich hier auch selbst betrügst, vielleicht ein Stück weit, ja. Weil du mit dem Ego zu tun hast und sagst, ah ja, nein, so geht das nicht. Und ich kann, also dieses sich auf neue Situationen einlassen, ja, diese Herausforderung, die hier einfach liegt. Weil du bist ein Ritter, ja.
Du kannst diese fünf Jungs locker platt machen. Aber du hast irgendwie, machst du dir Gedanken darum, dass du es nicht kannst. Ja. Ja, es ist eine Wertgeschichte, dass du es nicht wert bist, vielleicht auch in die Wunscherfüllung zu kommen. Ja. Deswegen bleibst du dort, wo du bist. Aber du sollst weitergehen, ja? Stelle dich der Welt. Folge deinem Weg, folge deinem Gefühl, folge deiner Intuition. Stelle dich der Welt. Ja, du hast alles, was du brauchst. Kopf und Verstand, Intuition und die Sicherheit. Und dann wirst du siegreich sein, ja? Okay. Ja, du wirst nochmal mit deiner Angst konfrontiert werden nächste Woche, lieber Schütze. Ja, wo du Angst hast vor neuen Situationen, neuen Berufen, neuer Schule, neuer Wohnort, neue Art der Beziehung, ja, neues Beziehungskonstrukt. Keine Ahnung, was es bei euch sein wird. Aber du hast Angst, hier nach den Sternen zu greifen. Guck mal, du bist hier von zwei Königen beschützt. Es regnet total. Ich hoffe, man hört das nicht im Video. Ja. Aber das gilt es zu erkennen, dass du dich hier selbst durch das Ego heraus, ja, durch alte Verletzungen eventuell auch, weigerst, diese Competition, ja, diesen Kampf anzunehmen, weil du Angst hast, du könntest verlieren. Aber guck mal, du bist hier viel stärker als diese fünf Hansel. Lieber Schütze. Was machen wir mit dir? Was machen wir? Ja, es ist Zeit, dass du das loslässt. Ah ja, ich weiß, was wir machen. Wir ziehen für dich noch eine Starseed-Karte. Bitte noch eine Starseed-Karte für den Schützen. Starseed-Karte für den Schützen. Diese will raus. Baby Steps. Action, follow your intuition before it makes sense. So, also geh kleine Schritte voran, ja, aber geh Schritte voran. Mach etwas. Folge deinem Gefühl und zwar bevor der Kopf sich einschaltet und sagt, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, ja. Dann kommst du hier auch in die Wunscherfüllung. Auch mit kleinen Schritten. Ja. Gut, meine Lieben, wir schauen. Euer Gegenüber, euer Herzmensch, euer Seelenpartner, für wen auch immer ihr hier guckt, einmal seine Woche. Ja. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine nächsten Schritte, ja, mit was er sich so beschäftigt nächste Woche. Und auch, weil es so schön war, ich fand es eine gute Geschichte. Mit diesen Karten einen Tipp von der geistigen Welt für dich, lieber Schütze. Ja, was du tun sollst in Bezug auf diesen Mann oder diese Frau, auf diese Situation, die sich hier zeigt. Ja, was hier die bestmögliche Reaktion für dich ist, ja, die du hier unternehmen kannst. Ein Tipp für dich. Genau. Ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Und gerne lasst Kommentare, Likes da. Ich freue mich immer. Bis dahin. Tschüss.